Sag das geht, sag okay. das wieder. Also ja. Grignolino ist eine sehr typische Traubensorte von hier. Es gibt, richtig, ja. Es kommt aus Monferrato seit 1000 Jahren oder mehr. Ja. Und ist eine Traubensorte mit sehr kleinen Beeren und viele Kerne, ja. 3 oder 5 manchmal pro Beere. Also es ist sehr kompliziert, mit diese, alle diese Kerne nicht so viele Gerbstoff zu richtig, ein Wein zu machen. Erhalten, ja. Und auch für eine Spumante ist noch mehr schwierig. Richtig. So, normalerweise die Trauben für eine Spumante sind gelesen, geleset, ja, handgelesen. Handgelesen ein paar Wochen bevor. Aber für den Grignolino, wir können nicht diese Lesen machen zu früh oder zu spät, weil die Kerne werden zu früh werden nicht so reif, so wir werden zu viele bittere Tanninen haben. Richtig, ja, das haben. Will man natürlich nicht. Zu spät, wir werden keine Säure und pH sehr hoch haben. So, es ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ja, ist ja, ganz der wichtig. Richtige Tag, und wir sollen auch diese Wein machen nur in der richtigen Jahrgänge, also ja. nicht zu heiß. Ja, absolut. Und so, wir haben gemacht diese Wein 2010, 2013. Und dieses Jahr, es war ein bisschen schwierig, aber weil letztes Jahr wir hatten viele Wasser von... viele Wasser von die viele Regen. Ja. Es war nicht zu stressig für die Trauben, ja. Und für die Reben. Und es war auch gut, den Sekt zu den so den Spumante machen. Also wir haben auch ein bisschen Spumante gemacht. Mhm. Und wir wollen hier die Farbe von Grignolino und alle von Grignolino zeigen. Also wir haben nicht die Farbe weggebracht, ja, ja. Und die Aromen schön. Zeigen diese Orange, no, Orange. Sie, ja, ja, eine wunderschöne Farbe, ja. Und physische Farbe fast. Und auch ein bisschen Clementine. Mhm. Und manchmal es gibt Aprikosenjoghurt, mhm. weil ist ein Wein, das macht, diese hat gemacht 18 Monate auf dem Efe, weil es ist eine, ja, Methode, ja. Champenoise. Ja, ja, Klassiko. Und die nächste Degorgement von den 2013 wird am Ende von Februar sein, und wir werden 24 Monate auf dem Efe. Ja, genau. Mhm. So ein bisschen so mehr. Ein bisschen. Okay. Und am Ende von den Schluch, es gibt ein bisschen von diesem Gerbstoff, was typisch von Grignolino, das macht den Mund sehr sauber. Also ist eine Spumante zu trinken, bevor essen und auch während sie, ja, essen. Mhm. Oh, das ist wunderschön. Ja, sehr schön. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.